Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit Hilfe von Abformsilikon seine eigenen Silikonformen herstellt und zum Beispiel Gegenstände, die ihr für den Dioramenbau benötigt, selber zu duplizieren und später dann mit Gießpulver selber zu gießen. Ich benutze für diesen Zweck ein Abformsilikon aus zwei Komponenten von der Firma lmkreativ.de. Ich habe unten dann in der Videobeschreibung einen Link dazu. Einen ersten erfolgreichen Test habe ich auch schon gemacht. Ich habe diese D-Blast Wall, die meistens zur Umrandung von Stützpunkten dienen, erfolgreich kopiert mit dieser Form. Wie das mit diesen Gegenständen funktioniert, das will ich euch heute zeigen. Damit man später einen schönen Gießling erhält und eine schön glatte Silikonform, habe ich das Originalteil vorher mit Tamiya Surface Primer White eingesprüht, also fundiert, und dann später mit TS-13 Klarlack überzogen, damit die Oberfläche wirklich schön glatt ist. Der Vorteil bei dieser Technik ist, später lässt sich das Original auch sehr gut aus dem Silikon lösen. Es gehen keinerlei Details verloren durch die Grundierung und den Klarlack und ich kann das nur so empfehlen. Das heißt, das sind unsere Originalteile, 4 Stück. Ich werde 2 Silikonformen erstellen, einmal mit diesen beiden Sachen, dass man 2 Sachen gleichzeitig gießen kann, und genauso mit diesen beiden Sachen. Als erstes werden wir sie jetzt mit Tamiya Surface Primer White behandeln. Bei der Verarbeitung der Tamiya-Grundierung empfehle ich immer entweder eine Absauganlage oder nach draußen gehen, weil diese doch wirklich ganz schön staubt und sehr viele Gegenstände in der Umgebung einsaut. Wir werden jetzt mehrere dünne Schichten auf die Prototypen auftragen. Die Originale sind jetzt grundiert, zweifach und auch zweimal mit Klarlack überzogen. Wir können es durch die Spiegelung sehen. Die Oberfläche ist jetzt schön glatt und damit müssten sie sich gut dann später aus dem Silikon herauslösen lassen. Jetzt ist es wichtig, eine passende Form zu finden, wo diese Gegenstände hineinpassen, genug Raum um sie ist, damit das Silikon sich schön verteilen kann, aber auch nicht zu viel Platz, damit ihr nicht Silikon verschwendet. Für diese beiden Hesco-Container habe ich diese alte Rocher-Packung. Diese ist schön glatt und hat vor allem einen glatten Boden, der ist nicht erhaben. Da passen die beiden Container gut hinein und es ist genug Platz, damit das Silikon um die Seiten herum ist. Ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass der Platz groß genug gewählt ist. Wenn zu wenig Platz um den Gießling herum ist, würde sich das Silikon später verformen durch den inneren Druck der Gießmasse. Und dadurch würde sich dann auch euer Gießling dann komplett verformen und würde nicht mehr schön aussehen und nicht mehr schön gerade sein. Deswegen, es muss genug Raum herum sein, damit das Silikon fest genug ist, damit der Gießling sich nicht verformt beim späteren Gießen. Damit sich die Silikonform später gut aus dem Behälter lösen lässt, habe ich hier ein Stück Pappe ausgeschnitten. Dieses passt genau unten in den Boden rein, gleicht nochmal Unebenheiten aus, und auf diese Pappe
wird gleich mit einer Heißklebepistole die beiden Vorgaben, die beiden Originale, auf den Boden geklebt. Damit sitzen sie schön auf der Pappe und das Silikon kann nicht später unter den Gießling hindurchlaufen und es bildet einen schönen geraden Abschluss. Dann würde ich sagen, kleben wir jetzt die beiden Sachen auf die Pappe und machen weiter. Der Heißkleber verhindert nicht nur das Unterlaufen von Silikon, sondern auch das Verrutschen des Gießlings. Es kann sein, dass er seine Position verändert oder sogar bei leichten Gießlingen, dass die im Silikon aufsteigen. Das wollt ihr natürlich nicht. Ihr wollt, dass der Gießling fest in seiner Position sitzen bleibt. Den anderen klebe ich jetzt auch gleich fest und dann zeige ich euch weiter, wie man errechnet, wie viel man für Silikon für die Form braucht. So, jetzt seht ihr, wie die Gießlinge auf dem Boden sitzen und wie hoch das Silikon eingefüllt werden müsste, damit sie alle eingeschlossen sind. Bis zu dieser leichten Verfärbung oder Unschärfe, die ihr seht, diese Kante, die hier ist. Diese merken wir uns. Jetzt müssen wir herausfinden, wie viel Silikon hier ungefähr hineinpasst, damit man nicht zu viel anrührt. Die einfachste Möglichkeit ist, entweder mit Reiskörner zu nehmen, diese hier reinzuschütten und dann das Gewicht des Reises zu messen, oder man nimmt Wasser. Ich würde jetzt Wasser hineinschütten, schauen, wie hoch der Wasserspiegel bis hierhin ist und die Anzahl oder die Milliliter des Wassers würde ich dann wiegen auf einer kleinen Küchenwaage und damit habe ich genau die Grammanzahl, wie viel Silikon. Und 180 Gramm von Komponente B.
Das Silikon ist verrührt. Ich habe die Masse auch ein bisschen noch aufgeklopft, damit noch mehr Luftblasen aufsteigen. Und nun füllen wir es in unsere Gießform. Oder die Form zerstören. So, ich habe das Silikon jetzt gelöst und habe ein Trennmittel genommen, damit es nicht durch Unterdruck wieder festbackt. Und dann löst sich schon langsam der Silikonblock aus der Form. Diesen reinigen wir jetzt vom Trennmittel und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Das Silikon ist unter die Pappe gelaufen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Das lösen wir jetzt erstmal leicht und können es auch dann gleich mit einem scharfen Messer entfernen, den Überstand, weil wir das ja nicht mehr brauchen. So, und dann versuchen wir die Pappe abzulösen. Da sehen wir auch schon unser Kiesling. Und wie wir das wollten, ist durch den Heißkleber ganz wenig Silikon oben drauf geflossen. Und wir versuchen die jetzt gleich mal aus der Box, aus dem Silikon zu lösen. Drücken wir hier rechts und links, damit das Silikon nicht einreißt, aber davon sich trennt. Jetzt werden wir versuchen, das herauszulösen. Ohne natürlich die Silikonform zu beschädigen. So, hier haben wir unser Original. Und hier innen drinne, so wie ihr könnt es erkennen, haben wir unseren Abdruck. Ich leuchte gleich mal hinein. So, ich konnte beide Originale super entfernen. Diese haben keine Beschädigung. Ich habe die Form leicht gereinigt von dem überstehenden Silikon mit einem Messer. Und wenn ihr jetzt hineinschauen könnt und der Fokus es scharf stellt, seht ihr, wie toll sich das Original vom Silikon hat abformen lassen.
ein Einzelalben, kleine Steinchen und die Gitterbox. Dann, das war erfolgreich. So, im nächsten Schritt werden wir die Form mit einer Gießmasse ausgießen. Wichtig ist halt wirklich, dass ihr eine Relief-Gießpulver nehmt, also eine Gießmasse, die gut in alle Einzelheiten hineinfließt. Diese verarbeitet ihr, je nachdem wie es der Hersteller angibt. Die rühren wir dann zusammen und füllen sie hier rein und sehen mal, ob wir diese Hesco-Container wirklich duplizieren konnten. So, wir haben jetzt die Masse angerührt, genau nach Herstellerangaben, und diese füllen wir jetzt so langsam wie möglich und ohne Luftblasen in die Form. Bis die Form halt schön und bis oben gefüllt ist. So. Als nächstes werden wir die Form leicht aufklopfen. Damit, wenn Luftblasen drin sind, damit diese aufsteigen. Und das Ganze lassen wir dann aushärten und schauen, ob der Guss gelungen ist. So, die Aushärtzeit ist vorbei und bin ich mal selber gespannt, ob der Guss was geworden ist. Wir versuchen wieder vorsichtig die Silikonform zu lockern. Ganz vorsichtig den Gießling herauszunehmen. Und wie ihr sehen könnt, super geworden. Keine Lufteinschlüsse. Mal sehen, ob der genauso schön ist. Auch dieser im Vergleich zu dem Original. Ich drehe das mal so. Könnt ihr sehen, dass es eine direkte Kopie ist. Vielleicht nicht ganz so scharf gezeichnet wie hier oben drauf, aber das ist kein Problem. Es fühlt sich auf jeden Fall scharf gezeichnet an und man kann es ja auch noch nachformen. So wollte ich euch jeden Fall mal zeigen, wie man sein Diorama-Zubehör kopieren kann, vom Original zur Kopie. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm ein Like und vergesst auch nicht mal auf meiner Facebook-Seite vorbeizuschauen. Viel Gesäut, aka Ben Modeling. Bis denn, euer Ben.